Permanenten Lauf Tisch 4 von 1.11.2018. Wir sind in der Spielbank Wiesbaden und probieren die Geheimtabelle und zwar die überarbeitete Version nochmal aus. Schönen guten Tag, liebe Freunde. Wir fangen auch mal gleich damit an. Also, wir brauchen immer in der ersten Spalte 7 Zahlen. Das ist sehr wichtig. 15 ist gekommen. Und zwar, wir haben als erste Zahl die 17. Dann haben wir die 7. Als nächstes kommt die 16. Dann haben wir die 33, also wir sind jetzt hier. Wir haben die 19. 19 wäre in dem Fall der erste Treffer. Das können wir uns mal markieren. Es ist ganz wichtig, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Runden abzuzählen. Erste Runde ist immer 7. Danach geht es mit 6er Takt weiter. So, gekommen ist 34. Wo ist die 34? Das ist hier. Wir lassen 1 frei. Hier geht's los. Das machen wir weg. Also, das Spiel fängt von hier an. Gekommen ist als erste Zahl 6. Dann haben wir die 19. 19 wäre der zweite Treffer. Wieder ganz wichtig, es ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Spiel, so in dieser Setzmethode, hat maximal 3 Verluste hintereinander. Das bedeutet, das sind insgesamt 12. Das wären 18 Mal Verlust, wenn es überhaupt so weit kommen sollte. Also das ist das Höchste, was ich bis jetzt gesehen habe. Als nächstes haben wir die 10, Spalte freilassen. Hier wird gesetzt, es geht hier los. Als erste Zahl kommen die 3. 3 ist kein Treffer. Und dann haben wir die 22, ist kein Treffer. Wir haben 27. Oh, schade, knapp vorbei. Dann haben wir die 6. Das ist ganz wichtig. Also wir sind hier oben jetzt. Ne? Es geht hier jetzt weiter. Wir springen rüber. 26 haben wir. 11 ist kein Treffer. Dann haben wir die 18. Ich finde gut, die Tabelle verliert jetzt. 26. Dann haben wir die 5. Oh, 5, ist 5 ist schon der erste Treffer. So, jetzt müssen wir nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre hier erste Partie. Hier haben wir verloren, in diesem Bereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das wäre die Partie bis hierhin. Also es ist wichtig, dass man die Abstände abzählt. Wie gesagt, am besten eine Tabelle hier führen, um einfach mal eine Übersicht zu behalten, weil das Spiel funktioniert nur nach einer bestimmten Setzmethode. So, wieder haben wir die 10 ist gekommen, also mit 11 geht es ja weiter. 11, jawohl, herzlich willkommen. 11 ist direkt der erste Treffer. Also man sieht, die Tabelle funktioniert sehr gut, obwohl wir das Ganze in einen Doppellauf spielen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es gibt auch Phasen, wo das Spiel uns ein bisschen Schwierigkeiten verbreitet, aber das ist normal, es ist ein Glücksspiel. Man kann nicht immer wieder erwarten, ein Casino zu gehen, zu gewinnen. Dafür sind doch die Casinos nicht gemacht. So, wo ist die 18 jetzt hier auf der Seite? 18 ist hier, hier geht's los. Das lösche ich mal hier. So, gekommen ist die 18. Das schaue ich mal weg. Dann haben wir die 25, ist kein Treffer. Da haben wir 22, meine Güte. Sehr schön. Also das ist noch nach der alten Muster. Ich werde Ihnen am Ende jetzt eine Tabelle zur Verfügung stellen. Das können Sie sich gerne mal ausdrucken, wenn Sie wollen. Das kann man halt auch zu Hause mit Excel machen. Und damit schließe ich das Video. Dankeschön, dass Sie reingeschaltet haben.